Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 End of Thieves. Ich denke, wir müssen irgendwo raustauchen. Mein Problem wird eher sein, ich muss dann wieder auftauchen. Oh, damit habe ich es ja nicht so. Also auftauchen an der richtigen Stelle. Okay. Da können wir theoretisch. Ja. Okay, perfekt. Ich gucke jetzt hier nicht so nach Schätzen, weil ich hoffe, dass wenn einer hier drin ist, es blinkt. Aber ich hoffe, dass es jetzt hier gerade keinen gibt. Was du auf Lager hast, Captain Avery. Weil wir nämlich jetzt in Kapitel 22 sind, das Ende eines Diebes. Und ich hoffe, das heißt jetzt nichts Schlechtes für unseren Bruder oder für uns. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass im nächsten Teil, es sind ja zwei Teile in der Legacy of Thieves Collection. Ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall das Wasser, oder? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er wohl nicht mehr mitspielt. Nachdem man sich gelesen habe. Da ist dann wohl einer in eine Falle reingetreten, würde ich sagen. Müsst ihr mich denn so erschrecken? Kommen wir da hoch? Das sieht ganz gut aus, ne? Es juckt mir ja wirklich in den Fingern, hier jetzt mal überall rumzuschwimmen und nach Schätzen zu suchen. Ja, aber ein Mitarbeiter, oder? Also ein Söldner, so wie es aussieht. Boah, ich sehe hier nichts, weil das so dunkel ist gerade. Trotz Feuer, wohl bemerkt. Moment, nee, da unten kommen wir nicht rum, oder? Ah, hier. Ist da hinten was? Das sah gerade so aus. Nee, aber wahrscheinlich nur die Grafik. Es war nichts am Blinken. Hallo? Wolken, Rauchwolken. Sonst sehe ich hier gerade nichts. Komme ich da hoch? Auch nicht. Ich müsste aber eigentlich da hoch. Oder kann ich. Ja, aber da kann man, glaube ich, nicht hoch, oder? Nee. Weil von da sind wir ja rausgekommen. Oh. Da wollen wir jetzt nicht nochmal zurück, oder? Ich denke mal, wir wollen weiter hoch. Aber ich sehe überhaupt nichts durch die ganzen Nebelschwaden hier. Kommt man da hoch? Boah, das ist echt nervig ätzend. Vor allem das Schiff hat auch noch Schräglage. Das Problem ist, wenn ich jetzt da runter gehe, ich weiß nicht, dann sind wir doch wieder da, wo wir vorher waren. Ach so. Na. Ein Anblick. Da ist der Schatz. Okay, den Schatz haben wir gefunden. Das ist schön. Was das wert? Frage ist, wo ist unser Bruder? Wow. Sam! Hey, Nate. Wo ist Sam? Oh, er ist da. Sam! Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rief, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Her damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen? Nate?
Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Das hat man gesehen. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es war Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Willst du mich jetzt verarschen? Das ist Irrsinn sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub-Al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Komm schon, Ray. Hör auf! Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Rafe, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ich habe alles geopfert, um Avery zu finden. Und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. Leute, ich bin nicht gut in Quick Times. Kannst du mit Schwertern umgehen? Ja, mit der Spitze zustechen, richtig? Oh, das wird sicher lustig. Ich drück danach immer direkt die Taste, die angezeigt wird. Aber angreifen kann ich offenbar nicht. Oh!
Muss ich das hier machen? Also egal, ob ich es lange drücke oder ob ich es kurz drücke, ich kann nicht kontern, ich kann nur abwehren. Ich hoffe mal, dass das jetzt richtig ist, was ich hier mache, ansonsten kämpfen wir in 20 Minuten noch. Da muss ich mich irgendwie um den rumschleichen in dem Moment. Ich kann das jetzt noch eine Stunde so weitermachen. Also das ist kein Problem. Das Problem ist, ich kann nicht kontern. Ach, Moment. Ach, ich drück auf die... Ach, ich bin so dämlich. Ich bin so dämlich. Ja, okay. Okay. Nein, das ist gar nicht X auf der Seite. Ah. Komm schon, Nate. Scheiße. Oh. Das Schwert ist doch da. Halt! Stimmt! Zögere das Unvermeidliche nicht hinaus. Mein Arm wird müde. Ups, das war der falsche. Hallo. Das habe ich jetzt aber gekontert. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das stimmt nicht mit dir. Das könnte etwas wehtun. Komm schon, Legende. Nein, falsche Taste. Na los! Komm schon, Nate. Das ist der nächste Drake, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind ja fertig. Ich hole jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef verbrennen willst, gerne. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberei steckt nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Ja, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Nathan! Du weißt einfach nicht, wann man aufgibt, hm? Das ist gut! Ich will nichts geschenkt. Ich habe schon immer alles auf einem verdammten Silbertablett serviert bekommen. Alles! Bis auf das! Das habe ich mir verdient. Schieß ihn ab. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Ich versuch's! Es ist zu schwer! Versuch's nochmal! Es ist zwecklos! Versuch's! Es ist zwecklos!
kam. Verdammt! Hör mir zu! Hör mir zu! Alles, was ich hier wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sandal. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Es muss einen Weg geben. Du musst hier weg. Was muss ich sagen? Du musst hier weg! Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du es geschafft hast. Der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Das ist es. Was machst du? Vertrau mir. Halt den Kopf und... Absolut verrückt, Mann! Sag der Richtige. Das ist unser Ausgang, Nathan! Weiter! Gut, dass ich gerade nicht tauchen musste. Gerade leicht angespannt. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Oh shit. Oh shit. Sam, nicht anhalten. Nicht anhalten. Holy shit. Sally, ich hab sie. Wo seid ihr? Gleich hier. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Ja, soll ich euch wirklich nicht heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sally. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig, der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, er war... Du warst ziemlich gut. Aha. Hör zu, Sam. Es war... interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, darum das geht's bist nicht. Du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. Aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich... zufrieden?
Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, unser Taxi ist da. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Hast du Feuer? Ja. Und, Victor, was steht jetzt an? Also, bevor ich hier reingezogen wurde, habe ich an einer Art Geschäft gearbeitet. Geschäft? Gefährlich? Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenne da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er Portugiesisch? Quando seu marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt ein Mann nach Hause? Das ja nicht. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein. Ich glaube, ich brauche mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, du. Was? Na komm schon, ernsthaft. Oh, doch, ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, warte mal, Mann! Hey, morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay, perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh, okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt.
Es war toll, ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Ich wusste es. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier draufgehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Wrack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner super teuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also, was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht? Hm. Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde vollauf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich vollauf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Augenkoordination ist viel besser. Echt? Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja auf sowas von daneben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. Okay, dann. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei.